Hi Leute und willkommen zurück zu MindCity 3. Vergesst wie immer nicht das Video zu bewerten und viel Spaß. Ja Leute, letzte Folge noch davon geredet und ja, diese Folge habe ich dann doch wieder Motivation gehabt, so ein bisschen jetzt mal wieder was an dem Grundstück hier zu tun von mir. Ja, und deswegen bauen wir wahrscheinlich jetzt erstmal hier ein bisschen dran weiter. Ich habe hier, vielleicht ist euch das jetzt gerade auch schon aufgefallen, erstmal hier ein bisschen was umgeändert. Und zwar habe ich jetzt hier diese Türen weggemacht und dieses Glasgeländer habe ich auch entfernt. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie doch nicht so hübsch mit dem orangenen Glas und so. Ja, und habe mir jetzt einfach gedacht, dass ich jetzt hier raus einfach so ein kleines, ja, Dach mache und nicht mehr so eine Terrasse, auf die man draufgehen kann. Keine Ahnung, ich fand das farblich und überhaupt nicht so schön, deswegen habe ich das jetzt einfach mal weggemacht. Und ja, wir werden jetzt auch mal hier kurz die Halbstufen ein bisschen austauschen durch Sandstein, weil ich finde, dass das auch ein bisschen besser aussieht, weil wir hier unten ja auch sowas wie Sandstein verwendet haben, also farblich sieht das ja auch so ein bisschen danach aus. Ja, deswegen wollte ich das daran jetzt anpassen, da passt das Holz jetzt natürlich auch sowieso nicht mehr, wenn das hier auch keine Terrasse mehr ist. Und ja, mit dem Geländer, das hat mir auch nicht gefallen, deswegen habe ich jetzt hier so, ne, Quarz-Halbstufen draufgepackt und jetzt machen wir einfach hier so ein kleines Dach drauf, beziehungsweise ein Dach draus, daraus, genau. Ist einfach, sieht einfach besser aus. Ups, keine ganzen Blöcke, sondern eine Halbstufe. Ja, dann habe ich da jetzt halt noch so ein Fenster reingebaut, sodass das halt so geöffnet aussieht. Das hatte ich ja da oben auch schon gebaut. Wir können jetzt gleich auch noch ein paar Fensterscheiben schon mal einsetzen. Denn, ja, ich habe ja schon, als ich das mal hier gebaut habe, das Hotel hinten auch noch ein bisschen erweitert und da sind halt noch keine Fenster drin. Und den Rest, den werden wir weiter wieder einfach frei aus dem Kopf bauen. Einfach mal gucken, was da dann nachher noch später bei rauskommt. Ich denke auch mal, dass ich das mit den Fenstern zum Beispiel, ja, entweder komplett rausschneiden werde oder nur zum Teil halt drin lassen werde oder mit einer kleinen Timelapse mache, was weiß ich. Ich werde mir da schon irgendwas einfallen lassen. Weil ich glaube nicht, dass ihr mir dabei zusehen wollt, wie ich jede einzelne Glasscheibe hier platziere. Das ist dann doch ein bisschen nicht aufregend oder ein bisschen sehr, sehr langweilig. Deswegen tue ich euch das nicht an, Leute. Ja, sehen wir uns entweder gleich wieder oder ich mache hier eine Timelapse draus. Keine Ahnung, das muss ich noch mal gucken, wenn ich das Video schneide. Leute, kleiner Fail. Da kommen normale Glasscheiben rein. Oh, ich habe mich auch schon gewundert. Wollte ich das ernsthaft mit alles mit blauen Glasscheiben bauen? Nein, ich wollte hier so einen mittleren Gebäudeteil bauen, der dann diese blauen Glasscheiben hat. Aber die restlichen Sachen sollten... Oh, da sollten normale Glasscheiben rein. Toll, jetzt kann ich aber alles rausmachen und die normalen Glasscheiben reinbauen. Oh, Leute, ey. So. Ah, guck mal hier oben noch. Ah, okay. Hier ist scheinbar was kaputt gegangen. Kann man sich ja auch wohl denken, wie das dann hier zustande gekommen ist. Aber naja, was willst du machen? Naja, jedenfalls ist natürlich auch, wir müssen mal gucken, dass wir das überhaupt hier auch das Teil mal noch auf jeden Fall zu Ende bekommen. Ich möchte das auf jeden Fall fertig haben, bis das Projekt zu Ende ist. Beziehungsweise, wenn das fertig sein sollte, heißt es ja nicht direkt, dass das Projekt auch zu Ende ist. Aber ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Ich möchte das halt auf jeden Fall fertig bekommen hier in dem Projekt. Und ja, am Ende, wenn mal irgendwann Ende ist, nicht, ja, offen als Baustelle hier rumstehen lassen. Minecraft-Leben, da bin ich ja auch lange nicht mit allem fertig geworden. Aber das ist ja nochmal was anderes, weil das ja alles im Survival-Modus ist. Deswegen, ich wollte auf jeden Fall dieses Hotel, zumindest das Hotel an sich, komplett fertig bekommen. Also Einrichtung und so, da müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt machen, beziehungsweise ob ich das überhaupt reinbaue. Wenn da auf jeden Fall noch Zeit für ist, oder wenn ich da auch wirklich Lust zu habe, dann kann man das auf jeden Fall, denke ich mal, zwischendurch machen. Aber so an sich, das Gebäude sollte fertig sein, damit das auch wenigstens nach was aussieht und, ja, keine unfertige Baustelle ist. Weil das möchte ich hier echt nicht haben. Das ist ja alles hier im Kreativmodus, da kann man das, denke ich mal, auch gut bauen. Ich habe jetzt eine längere Zeit nicht dran gebaut, deswegen ist das jetzt auch dementsprechend natürlich noch nicht so weit. Aber das ändern wir ja gerade. Wir bauen ja jetzt ein bisschen hier weiter.
Und immer noch, falls ihr irgendwelche Tipps oder ja, Ideen habt, was man an das Hotel oder überhaupt, wie man das Hotel, was man da noch bauen könnte, schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich lese mir das ja immer alles durch. Ja, und dann können wir mal schauen. Ich habe ja auch letztens eine Umfrage gestartet. Vielleicht kann ich das ja jetzt mal kurz einblenden. Da habe ich gefragt, ob ihr eher sehen möchtet, ja, dass ich, also ob ich mehr vom Bauen, vom Bauprozess zeigen soll oder... Oh Gott, jetzt geht schon wieder los. Bitte spam jetzt hier nicht den Chat voll zu. Ja, da habe ich gefragt, ob ihr mehr den Bauprozess sehen wollt oder ob ich mehr andere Sachen zeigen soll oder generell beides. Und ich habe auch gesagt, trotzdem werde ich weiterhin auch immer wieder mal beides tun. Ja, jedenfalls seht ihr es gerade bei der Umfrage, was dabei rausgekommen ist. Ich wollte das nur mal so wissen, ne? Ich habe es da ja auch in dem Video dann erwähnt gehabt. Ich werde trotzdem weiterhin bauen und zwischendurch immer alles zeigen. Ich denke mal, das mit dem Zeigen wird öfters sein, weil es ja da doch schon viele Sachen gibt zum Zeigen. Aber trotzdem, wir werden ja immer wieder, wie jetzt auch gerade, an dem Hotel, ja, beziehungsweise halt an meinem Grundstück weiterbauen. Ich sag immer Hotel, es geht ja nicht nur hier um dieses Gebäude, sondern auch um den Außenbereich. Und wir können ja auch noch andere Sachen dazu bauen. Zum Beispiel können wir noch irgendwelche Fahrzeuge hier auf die Straße bauen. Das wollte ich auch eigentlich noch ganz gerne tun. Da könnte ich ja dann eigentlich mal in die Playlist von Screenfun reinschauen, in die Tutorial-Playlist. Denn da sind ja, bekanntlicherweise, wer das noch nicht weiß, über 100 Videos drinne, beziehungsweise über 100 Fahrzeuge. Also da wird sich, denke ich mal, auf jeden Fall was finden, was ich da noch, ja, an Autos bauen kann. Naja. So, wie baue ich das denn hier? Da muss ich mal gucken, weil das ja so eine Schräg, weil hier so Schrägfenster sind. Da habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken gemacht, aber man könnte es ja so bauen, oder? Dann würde die Glasscheibe auf jeden Fall reinpassen. Ja, ich mache es jetzt einfach mal so. Ne? Es ist auch immer rumprobieren beim Bauen und dann muss man mal gucken, ob das auch gut aussieht oder ob man es doch wieder abreißt. In der Regel reiße ich es dann öfters mal doch wieder komplett ab und baue es wieder neu, bis es mir dann irgendwann gefällt. Das Ding ist halt auch, das haben vielleicht auch schon andere YouTuber immer mal so erwähnt, wenn man in Minecraft auch so baut und dann dabei nebenbei aufnimmt, konzentriert man sich zu viel aufs, ja, Kommentieren, aber das gehört ja auch mit dazu. Und keine Ahnung, man ist einfach nicht so frei, wisst ihr, es fällt einem irgendwie ziemlich schwer, dann was Gutes zu bauen. Und das ist halt auch tatsächlich so bei mir, dass ich, wenn ich jetzt ohne ein Video aufnehmen, was will ich hier reden, Leute, ich weiß gerade echt nicht, was ich mehr sagen will hier, da geht's nämlich schon los. Ne, wenn ich hier ein Video aufnehmen möchte, kein Video aufnehme, dann kann ich auf jeden Fall viel besser bauen, als wie wenn ich ein Video aufnehme, weil ich mich da auch komplett aufs Bauen konzentrieren kann. Ja, und mich auch mehr für mich fühle, weil, ne, jetzt gerade schaut ihr mir ja zu. Und das weiß ich ja jetzt schon gerade beim Aufnehmen, dass ihr mir später dann halt zusehen werdet, wenn ihr euch das Video anschaut, was ihr jetzt gerade tut, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn nicht, ist auch egal, ich laber eh manchmal ein bisschen komisches Zeugs. Nee, auf jeden Fall ist das irgendwie komisch. Wenn man so privat baut, dann geht das irgendwie leichter vonstatten, als wie man, ja, aufnimmt dabei. Aber das ist einfach so. Kann man nichts machen. So. Genau. Ja, hier oben muss ich mal gucken, wie wir die Fenster hier reinbauen, Alter. Wie soll ich denn das hier bauen? Das ist ja hier schräg und dann... Oh Gott. Ey, was habe ich da gemacht? Ey, ich habe es schon so kompliziert jetzt gebaut. Und wir fangen gerade mal immer noch hier erst mit dem Gebäude an. Und warum sind hier eigentlich Villager? Alter, das ist nicht der erste, den ich hier sehe, sondern... Hier war da noch irgendwo einer. Oder nicht? Gott, nicht wieder. Oh nein, jetzt... Oh, ernsthaft? Seht ihr, das verstehe ich nicht. Warum spam an den Chat zu? Junge, kannst du nicht lesen? Alter. Verstehe ich nicht. Wenn es da einmal steht, reicht's doch. Naja. Na komisch, jetzt sind hier keine Villager. Das ist der Vorführeffekt, Leute. Eben bevor ich aufgenommen habe, waren hier sehr, sehr viele Villager. Boah, warte, ich mach den Chat jetzt mal aus hier. So, ich habe jetzt mal Spielenachrichten ausgemacht. Jetzt sollte uns das nicht mehr nerven. Warum ist mir das nicht früher eingefallen, Leute? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte das sogar... Doch, ich hatte das sogar schon mal in der Folge sogar dann ausgemacht, aber... Irgendwie ist es wieder angewiesen. Ich weiß auch nicht, wie das geht, Leute. Ganz, ganz komisch ist das. Ganz, ganz komisch. Naja. Ja, und hier vorne muss ich auch mal gucken. Hier können wir einfach erstmal so ein bisschen Gras reinballern. Also Grasblöcke. Ja, versteht mich jetzt nicht falsch, Leute. Nicht, dass man da wieder auf andere Gedanken kommt. Aber so sei der ja nicht, ne? So ist doch niemand.
also ehrlich. Ich sollte mir vielleicht auch einen Speedtrank mal ins Inventar tun. Ich habe gehört, dass man damit schneller bauen kann. Ist aber vielleicht auch nur ein Gerücht. Sanfter Fall. Ah, das ist ja einer von diesen neuen Tränken, die man dazu kam mit dem Aquatic-Update. Sanfter Fall? Nee, ich brauche Geschwindigkeit. Das ist so schwierig, den hier zu finden. Leute, die Tränke hier sehen fast alle gleich aus teilweise. Junge, wo ist Geschwindigkeit? Haben die den rausgenommen? Ah, nee, da ist er. Ihr wollt schon sagen. Und warum sind hier Blöcke? Hab ich die gerade irgendwie gebaut, ohne dass ich es bemerkt habe? Oder? Ja, keine Ahnung. Und nochmal zu der Sache mit den Geschenken. Es ist ja bald Weihnachten und Leute, ich sag mal so. Wenn jetzt bald Weihnachten ist, dann könnt ihr mir natürlich auch, Geschenke hier hinbauen. Aber, ne, ich hab's ja gesagt, übertreibt es nicht und macht das am besten, Leute. Ich zeig's mal kurz. Macht es am besten einfach in diese Ecke. Ich kann ja mal gucken, ob ich das noch irgendwie ein bisschen markiere für euch und ja. Dann könnt ihr hier einfach eure Geschenke so in dem Bereich bauen, weil hier baue ich ja erstmal sowieso nichts, da ist auch noch Platz und da stört es auch nicht und da könnt ihr mir dann auch Geschenke hinbauen, falls ihr da irgendwelche Geschenke für mich habt zu Weihnachten. Ich weiß es ja nicht, ob ich es wirklich verdient habe, ob ich brav genug war, dass ihr mir was zu Weihnachten schenkt. Aber falls doch, wisst ihr Bescheid, wo ihr das bauen könnt. Ah, guck mal, wir haben wieder einen Stalker hier. Oh Gott, es ist sogar... Oh, sweet man. Alter, ich geh da gar nicht erst drauf ein, ganz ehrlich. Leute, der kriegt bestimmt nichts zu Weihnachten. Also zumindest nicht vom Christkind. Ne, weil was der hier sich... Leute, stimmt, da fällt mir auch gerade ein. Ich muss noch meine Rache machen an Screenfun, Leute. Ich hatte auch schon sogar auf Instagram... Oh, guck mal, da hilft der mir. Okay, ich nehme alles zurück. Ich hatte, glaube ich, sogar auf Instagram eine Umfrage mal gestartet. Ja, ob ich mich an Screenfun rächen soll. Die meisten waren tatsächlich dafür. Screenfun selber sogar auch. Auch ganz lustig, dass er natürlich für sich selber abgestimmt hat. Aber ne, dann ist ja auch ein bisschen mehr Action wieder am Start. Ja, ich werde mir da noch was einfallen lassen, weil ich das jetzt nicht einfach so... Ja, ich will jetzt nicht einfach so irgendwas hinbauen oder irgendwas zerstören und dann gut ist, sondern ich möchte mir da schon was Lustiges einfallen, was ja auch für euch dann lustig ist und auch für Screenfun selbst natürlich. Ich will ihn ja jetzt nicht, ja, runter machen oder... Ja, ne, ihr wisst schon Bescheid, Leute. Ich möchte mich ja nur aus Spaß an ihm rächen, dass das auch ein bisschen lustig für euch ist zum Zuschauen und so. Ist natürlich keine ernste Sache, ist, ne, wir verstehen uns natürlich komplett gut und alles gut, Leute. Da ist natürlich kein Stress vorhanden, das ist einfach nur aus Spaß. Und das weiß Screenfun selbst ja auch und ich weiß das ja auch und, ne. Deswegen, falls es mal so rüberkommen sollte, was es eigentlich nicht kann, aber falls doch, es ist nur Spaß, Leute. Was habe ich denn hier alles angefangen oder nicht zu Ende gebaut? Warte mal, wie baut man die denn? 3-3. Okay, warte. Das müsste ja dann so sein, ne? Genau. Zack. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich halt noch so bauen kann, ne? Ihr wisst Bescheid, Leute, schreibt es in die Kommentare. Und dann werde ich mal gucken, was man davon so umsetzen kann. Ja. Also, ne, klar, ich werde auch bei Screenfun in die Playlist schauen, da Fahrzeugtutorials, aber ihr könnt ja auch mal schreiben, was für Fahrzeuge denn auf diese Straße hier passen würden. Ne, so Taxis würden eigentlich ganz gut passen oder halt normale Fahrzeuge, ein LKW meinetwegen auch. Eigentlich geht ja alles. Eine Straße ist für jedes Fahrzeug gemacht, fast zumindest. Aber ob es da vielleicht irgendwas gibt, was ganz gut zum Hotel passen würde. Eine Limousine zum Beispiel, die würde ganz gut passen. Und da bin ich mir sicher, dass Screenfun davon auch schon ein Tutorial gemacht hat. Und falls nicht, ja, Screenfun, hast du jetzt auf jeden Fall eine neue Idee dazu. Oder machst du hoffentlich auch dann mal ein Tutorial davon, wenn du das noch nicht getan hast. Eine Limousine würde eigentlich ganz gut passen, die dann so die VIPs in unser Hotel fährt. Ne, weil unser Hotel, das ist ja ein 5-Sterne-Hotel, das sieht man ja wohl auch. Da können natürlich nur die ganz reichen Stars sich auch eine Suite oder, ja, ein Zimmer halt leisten. Ich natürlich auch, weil, ne, ich bin halt Hotelbesitzer, ich darf da natürlich auch so kostenlos rein. Man kennt's. Das macht mir aber wieder ein bisschen Sorgen, dass Screenfun gerade da unten so ein bisschen, ja, AFK rumsteht und nichts tut. Das endet doch manchmal im Chaos, Leute. Ob ihr es glaubt oder nicht, das endet manchmal im Chaos. Ne, es ist Screenfun. Ich sag's nur nochmal.
Es ist Skinfun. Da muss man immer wieder mal aufpassen. Das ist wie so ein kleines Kind. Da musst du immer wieder mal gucken, ob da alles in Ordnung ist. So, die Palmen haben wir auf jeden Fall fertig. Und dann würde ich mal sagen, machen wir wieder ein bisschen was im Hotel weiter, oder? Screenfun. Hä? Was sagst du dazu? Okay, Leute, dann würde ich sagen, das soll es für heute wieder gewesen sein. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt Mindcity 3. Bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.